Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Liebe Lia Dela, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Und das heißt, so war die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme, ist auch einzigartig, wie ein Fingerabdruck. Das ist ein Lebensplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich, wobei das ist nicht die Bewegung der Sonne in Wirklichkeit, sondern die Bewegung unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und wir sprechen auch so über Sonnenbewegung. Und diese Bewegungen lösen etwas aus im Horoskop, aktivieren Themen, Themensbereiche. Und genau das schauen wir an, jetzt Monat Mai, 1. Mai. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und Sonne zeigt die Monatsthema, Sonne zeigt die Lebenskraft. Und da sollen wir auch genau hinschauen. Und aktuell ist bei dir die Arbeit, deine berufliche Situation und Gesundheit. Uranus bewegt sich auch im Widder etwas länger als die Sonne und Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen. Also damit kannst du rechnen, auch wenn das jetzt nicht in diesem Monat ist, aber dass hier in die nächste Zeit um berufliche Veränderungen kommt. Uranus ist hier im Widder. Mars setzt etwas in Bewegung. Mars ist die Kraft und diese Kraft brauchen wir. Mit Mars-Energie können wir uns behaupten, durchsetzen im Leben. Mars ist männlich und zeigt auch eine männliche Person. Und diese Mars-Energie, die Mars-Bewegung ist im Stier und aktiviert bei dir Stierthemen und das bedeutet, etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen oder dich einsetzen, was die Finanzen betrifft. Mars bewegt sich aber im siebten Lebensbereich und das ist Liebe, Partnerschaft und das ist männliche Energie, das heißt eine Begegnung mit einer männlichen Person. Kann auch eine neue Begegnung sein oder dieser Mann kommt auf dich zu. Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft. Es gibt zwei Mondknoten. Einmal die absteigende Mondknoten und im indischen Astrologie nennt man das Ketu. Das ist die Drachenkörper und zeigt, alte Karma, alte karmischen Erinnerungen. In dein Geburtshoroskop ist hier in den 10. Lebensbereich, wo deine Berufung ist, wo dein Ansehen ist. Das ist ein Hinweis, dass du in früheren Leben hohe Ansehen gehabt hast. Die aufsteigende Mondknoten oder Rahu ist die Drachenkopf und das fehlt. Die Seele sucht es. Die Seele braucht diesen karmischen Weg. In dein Geburtshoroskop
ist das die Wohnsituation oder dieses Gefühl zu haben, hier bin ich zu Hause, hier bin ich endlich angekommen, hier fühle ich mich verwurzelt, verankert. Das ist mein Platz im Leben und das gibt mir Halt. Nicht nur Rahu ist hier die Richtung, was deine Seele sucht, sondern auch Gaia, die Erde, unserem Planet Erde. Und das zeigt, hier manifestiert sich etwas, weil das ist die Basis, das ist die Fundament in dein Leben. Saturn, die Schicksalsplanet, ist auch hier und zeigt, bring das in Form. Das ist deine Lernaufgabe, das ist dein karmischer Weg. Das ist aber im Geburtshoroskop. Die beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Und Rahu, dieser Drachenkopf, was wir zurzeit suchen, eine Richtung, was wir gerade brauchen, dieser Rahu bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge. Dieses Jahr und nächstes Jahr auch. 2019 und auch 2020. Und das braucht deine Seele, diese Lebenserfahrungen hier. Erstens die Zwillinge, eine höheren Bewusstsein, mehr Leichtigkeit. Außerdem die achten Lebensbereich zeigt hier die Transformation, auf dem Wesentlichen konzentrieren und all das, was deine Energie, deine Kraft raubt, verabschieden, loslassen. Das kann auch Themen sein wie Erbschaft oder Finanzen, Investitionen. Und Ketu, die Drachenkörper, was die Vergangenheit symbolisiert und hervorruft, karmischen Erinnerungen dieses Jahr und auch nächstes Jahr, bewegt sich hier im Schütze, aktiviert bei dir Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstbewusstsein oder all das, was für dich wertvoll ist, in dein Leben das in Besitz zu nehmen. Das kann auch geistiger Reichtum sein, außerdem die Finanzen. Jupiter bringt Glück, schenkt uns Chancen, Möglichkeiten. Jupiter vergrößert immer etwas. Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und du hast Aszendent Skorpion. Und Jupiter wirkt auf deine Persönlichkeit, Chancen, Möglichkeiten, eine optimistische Haltung. Aber weil Jupiter vergrößert etwas, das kann dazu führen, dass du in dieser Zeit auch ein bisschen zunimmst. Ist auch möglich bei Jupiter Einfluss, aber schenkt dir Optimismus, Chancen, Möglichkeiten. Und mach dich bewusst damit, mit deinen Größen, mit deinen Größen, mit deinen Werten bewusst zu sein. Saturn ist der Planet der Schicksale, möchte etwas in Form zu bringen. Saturn ist rückläufig zurzeit und diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit oder noch etwas überprüfen. Saturn bewegt sich im Schütze, hat einen Einfluss auf Werte und Finanzen und belehrt dich, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und gerade bei dieser Rückläufigkeit heißt, das Geld zusammenhalten oder wenn das um Finanzen geht oder Verträgen, was mit Geld zu tun hat, diese Verträge ganz genau überprüfen. Pluto zeigt auf dem Wesentlichen konzentrieren und alles andere ist uninteressant. Und Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und hier handelt sich bei Pluto Energie loslassen, verabschieden, trennen, auch von Gefühlen wie Angst. Pluto bewegt sich auch im Schütze. Und wenn hier Schuldgefühle sind oder Verlustangst, dann zeigt Pluto, verabschiede von diesen Gefühlen, weil energetisch hängt es mit der Finanzen zusammen. Verlustangst kommt
Verlust, oft Geldverlust oder Schuldgefühl erzeugt Schulden. Und hier ist wichtig, und das ist ein Pluto-Satz, alles oder nichts. Und die Finanzen in Ordnung zu bringen, und das ist jetzt die Fokus, das ist ein sehr wichtiges Thema zurzeit. Neptun lässt unserem Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun bewegt sich im Wassermann. Hier hast du karmische Themen, aktiviert deine Wohnsituation. Venus ist die weibliche Energie, symbolisiert uns Frauen. Bei dieser Bewegung, was man als Transit nennt, kann auch bedeuten Kontakt mit anderen Frauen. Bei Venus-Energie wird aktiviert Thema wie Liebe, auch Selbstständigkeit, Kunst, Kreativität. Venus befindet sich in Fischen und dieser Lebensbereich hat mit Kindern etwas zu tun oder das eigene Kindheit oder inneren Kind oder schöpferische Kraft oder Lebensfreude, und das ist mit dieser Venus-Energie. Und das kann bedeuten, mit Kindern im Kontakt sein, aber das ist weiblich, oder die Kreativität leben, oder etwas schön gestalten, etwas mit den Kindern unternehmen, und das ist schön, harmonisch, angenehm. Kann auch bedeuten, Liebe, Partnerschaft und das genießen. Merkur ist auch hier in Fischen, das kann Gespräche sein mit Kindern. Die Merkur-Energie steht auch in Verbindung zum Kinder und Jugendlichen. Und Mond ist auch hier. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag, beeinflusst unsere Gefühle, auch unsere Träume. Und bei Mondenergie haben wir oft im Leben kleinere Veränderungen. Das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und Sonne ist die kleine Uhrzeiger. Also so schaut das aus am 1. Mai. Was ändert sich? 2. Mai steht Venus in Verbindung mit Mond. Und wenn sie sich treffen, dann heißt das, die wirken zusammen. Sie können gar nicht getrennt wirken. Bei Venus und Mond Verbindung handelt sich um Liebe, Partnerschaft und handelt sich um unsere Gefühle. Aber Mond steht auch zum Mutter. Das kann auch Mütterlichkeit sein oder mütterlichen Gefühlen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und Merkur, bei Merkur-Energie kommen Gespräche, Nachrichten mit Mutter, Mütterlichkeit oder Gesprächen, die sehr gefühlsvoll sind oder über Gefühle zum Sprechen. Natürlich kann das auch Erinnerungen sein in eigenen Kindheit. 4. Mai ist Neumond, exakt um 23.46 Uhr im Widder. Das heißt, Mond übergeht im Widder und Neumond bedeutet, dass Sonne und Mond treffen sie sich und aktiviert bei dir den Lebensbereich Arbeit und Gesundheit. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über deine Gesundheit, über Arbeit. 5. Mai bewegt sich Merkur immer wieder. Das heißt, Merkur verlässt die Fischen und übergeht im Widder. Aktiviert hier die Thema Arbeit. Bei Merkur-Energie handelt sich um Terminen oder Verträgen, das kann mit Arbeit zusammenhängen, aber weil hier um Gesundheit auch geht, das kann auch Arzttermin sein. 6. Mai ist Mond im Stier. Mond aktiviert hier Liebe, Partnerschaft. Kann kleinere Veränderung sein oder die Gefühle werdet ihr intensiver wahrnehmen oder ist man sensibel oder gefühlsvoll. 7.
Mai ist Mars in Zwillingen. Mars übergeht in Zwillingen. Und das kann bedeuten, dass du diese Kraft hast, von vieles verabschieden, loslassen, was im Weg steht, auch Kontakte, dass du dich behaupten kannst. Hier kann auch um endliche Themen handeln und entweder Gesprächen, Terminen mit einer männlichen Person oder dass du Kraft hast und kannst du dich durchsetzen. Das kann auch eine erbschaftliche Situation sein. Mars ist männlich, also kann ein Mann bedeuten. Und hier im achten Lebensbereich haben wir auch Themen wie Sexualität. Das ist auch möglich. Mai, Mond steht in Verbindung mit Mars. Das heißt, Mond übergeht in Zwillinge und bildet sich eine sogenannte Konjunktion mit Mars und sie wirken zusammen. Und das ist sehr gefühlsvoll, kann auch bedeuten, dass Mars gibt den Impuls und du kannst deinen Gefühlen nicht im Zaun halten. Im selben Tag, 8. Mai, steht Merkur mit Uranus auch in Verbindung. Und das hier im Widder, Merkur-Uranus, das kann unerwartete Ereignisse bedeuten. Bei Uranus-Energie gibt es Unerwartetes oder verändert sich etwas. Bei Merkur-Energie ein Nachricht oder ein Termin oder ein Vertrag. Mai ist Mond im Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs und aktiviert hier Themen wie Reisen, Ausland, Auslandskontakte oder Spiritualität. In deinem Geburtshoroskop erscheint hier Mars im Krebs im 9. Lebensbereich. Das kann eine männliche Person sein von Ausland und Mond aktiviert diesen Kontakt. 11. Mai übergeht Venus in Tierkreiszeichen Widder. Venus ist dann im Widder. Und das kann bedeuten, dass du kreativ bist, arbeitest kreativ oder in dein Alltag kommt Harmonie rein. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person im Bereich Arbeit oder Gesundheit. 12. Mai ist Halbmond. Halbmond ist immer Spannung, Unsicherheit, Nervosität und das spüren wir auch. Dieser Halbmond ist im Krebs. Hier, diese Spannung bedeutet Spannung auf eine Reise oder Einflüsse von Ausland oder eine Prüfung oder die spirituelle Richtung, wo wir dann fragen, soll ich nicht, auch unserem Glauben setzen, wo wir dann unserem Glauben verlieren an etwas. In diesem Halbmond fehlt die Erde-Element, fehlt die Sicherheit, fehlt die Stabilität, fehlt die Struktur. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12. 13. Mai ist Mond im Löwe. Mond ist zunehmend, eine zunehmende Mondphase. Hier aktiviert die Themen wie deine Berufung oder was sind deine Ziele, wie erreichst du deine Ziele oder wie bekommst du Ansehen, Anerkennung und dein Geburtshoroskop ist hier Sonne, Merkur, Venus, auch die karmischen Knoten. Hier hast du auch karmische Erinnerungen, also ein wichtiger Lebensbereich für dich. Dieser 10. Lebensbereich bedeutet auch im Mittelpunkt sein oder etwas veröffentlichen oder in die Öffentlichkeit bringen. 15. Mai ist Mond im Jungfrau und aktiviert Themen
was im 11. Lebensbereich gehört. Und das sind die Wünsche und die Sehnsüchte und die Träume, daran zum Glauben. Und in deinem Geburtshoroskop ist Neptun hier und Neptun sind diese Träume. Und Mond aktiviert es. Das kann bedeuten, dass du eine wichtige Traumbotschaft hast und das sagt dir etwas. Die Träume sind die Sprache unserer Seele. Nicht alle einzelnen Traum, aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und es lebendig ist und bleibt in Erinnerung, dann sind das Traumbotschaften. Oder zeigt auch, Mond aktiviert hier die Neptun-Energie. Glaub an deine Träume, an deine Visionen. Am 16. Mai übergeht Sonne in Tierkreiszeichen Stier. Sonne verabschiedet von Widder und übergeht im Stier und die nächsten Wochen aktiviert bei dir die Thema Liebe, Partnerschaft. Und da sollst du genau hinschauen. Da fließt auch die Lebenskraft, die Lebensenergie. 17. Mai ist Mond im Waage. Mond hat einen Einfluss auf Gefühle. Waage symbolisiert die Gleichgewicht. 12. Lebensbereich ist Rückzug. Du brauchst in dieser Zeit den Rückzug, damit du in inneren Ruhe, in inneren Harmonie, in inneren Gleichgewicht bleibst. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage, exakt um 22:11 Uhr. Thema Geheimnisse, karmischen Themen oder die Ursache zu erforschen von etwas, das wird in diesem Vollmond beleuchtet. Also es ist wichtig, da hinschauen. Oder ist wichtig dieser Rückzug. 18. Mai, im selben Tag, steht Venus und Uranus in Verbindung und sie wirken zusammen. Uranus, Venus und im Bereich Arbeit. Das kann bedeuten, mit dieser Venus-Energie, dass du kreativ bist oder Selbstständigkeit. Venus hat mit Selbstständigkeit auch was zu tun. Oder dass du durch eine Frau Einfluss hast in deinen Alltag oder in Arbeit und Uranus bringt Veränderungen oder diese Frau kommt auf dich zu und das sind außergewöhnliche Begegnungen oder kommt plötzlich unerwartet. Möglich ist auch mit Venus-Energie verliebt zu sein an jemand im Arbeitsplatz. Das kann auch sein Arbeit sein. 19. Mai ist Merkur im Stier. Und das kann für dich bedeuten eine Nachricht und das betrifft Liebe, Partnerschaft. Mond übergeht in Skorpion und beginnt die abnehmende Mondphase. Das ist in dein Aszendent, wirkt auf deine Persönlichkeit. Wenn du das vorhast zum Abnehmen, dann kannst du in diesem Tag das zu beginnen, weil das zeigt auch dein Aussehen, auch dein Körper, dass das hier dann möglich ist zum Abnehmen. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Sie wirken zusammen. Das hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Und das ist auch die optimistische Haltung. Jupiter bringt auch Glück. Bei Mondenergie kann auch Veränderungen kommen. Das heißt Chancen, Möglichkeiten in dein Leben und du hast ein gutes Gefühl dazu. 21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert Themen, Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen.
22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Saturn belehrt, zu Werte zu stehen, die Finanzen in Ordnung zu bringen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und das heißt, konzentriere auf die Wesentlichen, konzentriere auf die Werten und auch auf das Geld. 24. Mai ist Merkur in Diamant und das heißt, es klärt sich etwas auf, kommt etwas im Glanz. Merkur beschleunigt etwas und das erlebst du hier im Bereich Partnerschaft. Am 24. übergeht Mond im Steinbock, aktiviert den Bereich deiner vertrauten Umgebung, eine kleine Reise oder Schulungen, die Verbindung zu Verwandten, Nachbarn. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist zwar schön, aber Spannung. Diese Spannung erlebst du zu Hause. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr Minuten. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. Das kann auch bedeuten, dass du kraftlos fühlst und ziehst du dich zurück zu deinen eigenen vier Wänden und brauchst du die Ruhe. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Das aktiviert deinen Gefühlen, deine Träume, deine Sehnsüchte. Und hier stellst du die Frage, wo ist mein Zuhause eigentlich? Wo bin ich endlich angekommen? 29. Mai ist Mond im Fischen, aktiviert Thema Kinder, inneren Kinder, Lebensfreude, Kreativität. Und 31. Mai ist Mond im Widder und das hat einen Einfluss auf deinen Alltag, auf deine berufliche Situation oder Gesundheit. Liebe Liadela, so könnte ich dieser Monatshoroskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.